Hallo und willkommen zurück auf der 100er Karte mit ein paar Leuten. Wir spielen Königreich Hejaz. Wir haben Tag 2 und stehen auf dem 18. Rang mit 20 Siegpunkten. In der Runde sind wir zusammen mit Erik zockt LP, Skiller und meinem Mate, mit dem ich ja immer sehr oft in der Runde zusammen bin. Wer der Erste? Er spielt mit Chinesisch Xingqiang. Ja, und was ist seit der letzten Folge passiert? Ich kann euch sagen, eine Menge. Griechenland hat sich einfach mal dazu entschieden, mit all ihren Truppen Ägypten anzugreifen, ganz random. Und jetzt ganz zufälligerweise holt sich das Osmanische Reich alles ohne irgendwelche Gegenwehr. Und nochmal zufälligerweise, Britisch-Ägypten landet hier, nimmt eine Provinz ein und dann wird mal schnell ein Fesselballon gegoldmarkt, damit die Hauptstadt nicht an Ägypten fällt, sondern an das Osmanische Reich. Offensichtlicher Multi-Accounting geht ja gar nicht mehr. Also an der Stelle muss ich ja schon fast sagen, bitte Baitro, wenn das hier jemand sieht, das muss bitte mal geprüft werden. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist so unfassbar offensichtlich, dass sie hier Multi-Accounting machen. Man kann das jetzt auch hier nicht mehr abstreiten, wenn Griechenland all-in auf Ägypten geht, komplett random. Dann greift der Osmane an und anstatt dass Ägypten sagt, okay, ich greife jetzt Ägypten nicht an, nehmen sie sich jetzt hier die KI. Und das wird einfach dafür sein, dass sie jetzt hier erstmal keine weiteren Provinzen verlieren. Und das bedeutet, dass die Truppen nicht despawnen. Oder nein, ich erzähle Schwachsinn. Natürlich verlieren sie hier Provinzen, aber sie bekommen hier eine neue Provinz dazu. Und dadurch verlieren sie ihre Truppen nicht. Und dadurch ist Ägypten immer noch bedroht von diesen Truppen, weil sie halt so in der Nähe sind. Und das ist halt echt nervig. Außerdem gibt der Osmane sehr viel Karten aus und teilweise Goldmark. Denke ich jetzt mal, man sieht ja hier sehr viel, wird mobilisiert und sehr viel kommt auch schon an die Front hier nach Damaskus. Und da reagieren wir natürlich entsprechend. Wir haben jetzt insgesamt auch schon ein paar Panzerwägen mobilisiert und wir müssen jetzt auch so langsam einen Angriff abwehren. Der wird über Nacht kommen, 4,5 Stunden und dann ist er da. Vielleicht mache ich nochmal die Festung hoch. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht bieten, dass ich hier einen Nachteil bekommen, nur weil ich jetzt keine Karten einsetze, deswegen setze ich jetzt auch ordentlich Karten ein. Im Notfall habe ich auch 56.000 Goldmark, also an der Nation wird es nicht scheitern und an Arabien glaube ich auch nicht. Sie werden jetzt hier all in anscheinend gehen und wenn sie das nicht schaffen, dann kann ich ihre Hauptstadt einnehmen, nochmal eine schöne doppelte Ölprovinz und dadurch wird dann alles demoralisiert von ihnen und dann sind sie, glaube ich, Geschichte. Generell muss man sagen, haben wir doch jetzt alles im Griff. Vielleicht müsste man hier mal wirklich die Festung goldmarken, damit wir das hier noch alles verteidigen können. Ich glaube aber auch, dass es so gehen würde, denn wir haben ja hier jetzt 3 Panzerwägen und dann mit den Infanterie würde ich sagen, sind das ja genau 25 Infanterie plus 3 Panzerwägen. Ich glaube, die gewinnen ganz knapp gegen die, weil die halt nochmal eine starke Verteidigung haben. Und dann haben wir ja nochmal mobilisierte Truppen, die auch frisch gerade produziert werden, sage ich mal. Und die sind alle schon automatisch auf diese Provinz gerichtet. Das heißt, wenn die Mobilisierung abgeschlossen ist, gehen sie alle hier hin. Und dann werden wir nochmal schön moralisierte Truppen, ja, Nachschub bekommen. In Jerusalem ist die Festung auch bald fertig, also da wird es auch kein Problem sein. Hier haben wir auch einen Panzerwagen gebaut oder der wird halt gerade mobilisiert. Und dann müssten wir hier auch ziemlich safe sein. Hier ist es ein bisschen kritisch, deswegen bauen wir auch eine Festung, haben auch noch einen Panzerwagen hier. Und ich glaube, selbst wenn die hier angreifen, müssten wir das hier verteidigt bekommen. Also daher läuft das hier auch ziemlich gut. Bei der Front mit Britisch-Ägypten, da bin ich ja kurz drauf eingegangen. Sehr, sehr bitter. Griechenland, ganz klarer Multi-Accounter. Meiner Meinung nach, ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber wenn man halt direkt an Tag 1 alles, was man hat, auf irgendeine Player-Nation wirft, dann kommt irgendein Spieler, nimmt das hier ein und dann ist Ägypten dabei, tatsächlich die Hauptstadt einzunehmen. Und genau dann, wenn da irgendwas nicht nach Plan läuft, von dem Osmanischen Reich, denke ich jetzt mal, wird hier einfach mal schnell was gebaut. Ein kleiner Funfact, nirgendwo sonst wird irgendwas gebaut. Das heißt, das ist ein Einzelfall, dass sie einfach nur in dieser Provinz mal schnell was gebaut haben und dann Fesselballon geholt haben. Sehr, sehr suspekt und da muss ich ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht. Wenn da jetzt irgendjemand weiß, wie man diese Leute meldet, dann kann ich ja mal kurz auf das Profil gehen. Das ist jetzt schon wirklich ganz klarer Multi-Account-Fall und ich glaube, wenn man den dann als mit Multi-Account bestraft, kann man auch gleich das Osmanische Reich hinterherwerfen, denn ich glaube, die stecken unter einer Decke. Man kann es nämlich ziemlich leicht herausfinden, hat in seiner Bio irgendwas mit der Türkei, ist also ein sehr stolzer Türke, sage ich mal. Und zufälligerweise dieser Typ auch, der hat in seiner Bio auch was stehen
und heißt auch tatsächlich Proud Turk. Und bei dem anderen, ihr seht das ja hier, wenn man mal in die Koalition schaut, oh, der hat die sogar verlassen. Aber der hat da hier auch irgendwas mit, der heißt Osmanli. Und naja, was Türkisches halt. Der hatte auch in seinem Namen ganz viele Türkei-Flaggen, aber das hat er wohl rausgenommen. Ich weiß nicht ganz wieso, aber ist jetzt auch egal. Ich möchte mich damit jetzt nicht so viel beschäftigen. Nur falls es jemand von Bytro sieht, sehr gerne prüfen lassen, weil das finde ich halt ein bisschen unfair, dass man hier Multi-Accounting macht. Und ich glaube, das ist ja auch ganz klar gegen die Regeln. Deswegen kann man das auch mal reporten. Also hier alles ein bisschen bitter. Aber da Erik zockt LP ordentlich was an Karten einsetzt. Und ich muss auch sagen, gerechtfertigt, wenn du hier gegen eine Multi-Account-Nation spielst, die sogar noch Karten einsetzt mit Goldmark, dann müssen wir halt wirklich jetzt hart dagegen halten, wirklich konstant unsere Karten einsetzen, um halt auch mal diese unfairen Spieler zu besiegen. Das wird unsere Mission zusammen sein. Und dann haben wir ja noch Skiller bei uns unten. Der baut jetzt auch weiter Panzerwägen bzw. Kavallerie, kämpft gegen die KI, wird die Hauptstadt einnehmen und dann weiter zu der KI gehen. Er kriegt also hier zwei Provinzen plus. Dadurch wird alles nochmal moralisiert. Das ist sehr schön. Und wir sehen auch diese drei Nationen hier, die ich ja angesprochen habe, wo ich gesagt habe, wir haben so ein bisschen Prominenz in der Runde, sind anscheinend nicht alliiert. Sagen sie zumindest, ich habe jetzt erstmal den Sudan angeschrieben und sie sagen, sie kennen die nicht. Das kann aber auch ausgedacht sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach in einem Dreibund zusammenspielen. Wenn der jetzt aber mir geschrieben hat, nein, ist nicht so, wie du denkst, dann kann es sein, dass es richtig ist. Aber natürlich kann es auch gut sein, dass er sich das jetzt einfach mal ausgedacht hat, so schnell. Denn er antwortet mir nicht mehr. Ich habe ihn gefragt, ob wir uns alliieren wollen. Ich habe gesagt, dass Ägypten und Abyssinien bei uns dabei ist und eine Nation, die ich noch geheim halte. Ich will ja nicht sagen, dass der eigentlich zu uns gehört, weil sonst könnte nämlich der Sudan hier irgendwie zu den Leuten schreiben, passt da mal auf hier. Ja, der spielt da nicht mit rechten Dingen, der gehört zu einer Gruppe. Und man sieht, dass britische Madras ganz Bengal angegriffen hat. Und ja, nee, das sieht nach einem einigermaßen regulären Krieg aus. Ich finde es ein bisschen komisch, dass hier nur die Hälfte an Truppen zerstört wurde. Aber das geht einigermaßen. Ich denke mal, wenn Bengal auf irgendeine Nation gegangen ist, dann ist das noch realistisch. Deswegen hier auf gar keinen Fall Multi-Account. Aber wenn man hier jetzt mal drauf schaut, dann ist das doch schon irgendwie ein bisschen suspekt. Weil die Verluste, die hier gemacht haben, haben sie nur gegen die KI gemacht. Gegen Griechenland gab es keine Verluste. Man sieht das ja auch hier. Alle Truppen von Griechenland sind da ja noch. Also es gibt keine Gegenwehr, außer dieser Fesselballon, der zufälligerweise gebaut wurde, als britische Ägypten kurz davor war, die Hauptstadt einzunehmen. Alles hier sehr suspekt und ein bisschen nervig, aber manchmal muss man damit leben. Da ist das Anti-Cheat-System in Supremacy noch nicht gut genug. Wir lassen uns aber davon nicht unterkriegen. Wir spielen weiter unser Spiel hier. Wir versuchen mal einen von diesen erfahrenen Leuten in die Koop zu bekommen. Am besten wäre halt der Sudan, weil sie auch Karten einsetzen oder nochmal ein starker Ally werden würden. Die würden auch perfekt zu uns passen, dass wir dann hier Rücken an Rücken kämpfen können. Mir wurde aber auch schon nahegetragen, dass Erik zockt auch nochmal an Tag 4 ordentlich was benutzen kann an Sturmtruppen. Skiller kann das nicht machen, er hat nicht die Karten, aber ich glaube in Zusammenarbeit dann auch mit den Sturmtruppen von Erik zockt LP ist es möglich, den Sudan aufzuhalten, auch wenn sie, meine ich, in der Weltrangliste, ja, Top 350 Militärführung ist und das ist global, Leute. Das ist hier to ein Top 500 Spieler auf der ganzen Welt, also der ist nicht schwach und dann haben wir hier unter Skiller nochmal ein Spieler, der meine ich sogar Top 50 auf der Welt ist in der Militärführung, genau. Er ist der Spieler mit der, ja, 46. besten Militärführung in dem ganzen Spiel. Und da muss man einfach sagen, okay, krass, dass man mit so welchen Leuten in der Runde ist. Da freue ich mich auf jeden Fall auf einen guten Kampf und ich hoffe, Skiller genauso. In dem Sinne würde ich also sagen, unsere Allies machen bis jetzt einen guten Job, spielen einigermaßen aktiv, setzen auch Karten ein, berechtigt, denn wir haben hier eine unfaire Situation. Meiner Meinung nach, unser Ally hier oben, der hat es einigermaßen schwer, denn er wird hier irgendwie von vielen Seiten angegriffen, zum Beispiel von der Mongolei und dem Chinesischen Reich. Zumindest stehen sie hier. Ich weiß nicht ganz, was da jetzt chinesisch Xinjiang plant. Ich würde aber mal sagen, wir wünschen ihm viel Glück bei der ganzen Offensive hier. Und dann würde ich sagen, das war's schon mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.